Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu YouTube mal anders, die zweite Folge. Ich habe es ja in der ersten gesagt, ich habe diese Rubrik ins Leben gerufen, wenn man so will, weil es doch immer wieder, trotz der ganzen Unkenrufe, YouTube stirbt und es geht bergab mit YouTube. Es gibt immer wieder YouTuber, die irgendwas Besonderes machen oder irgendwelche tollen Geschichten organisieren. Und ich finde, darüber sollte man dann eben auch mal berichten. Und das möchte ich heute jetzt zum zweiten Mal tun. Und zwar gab es vor einer Woche ein super Charity-Projekt hier auf YouTube, das eigentlich auch fast das ganze Wochenende in den Trends ganz oben zu finden war. Und ich zeige euch hier mal den Trailer zu diesem Projekt. Bitteschön. Es mag düster aussehen, aber wir sind die einzige Hoffnung der Erde. Ich meine, schaut euch um. Alles, was ihr geliebt habt, ist futsch. Gute Unterhaltung? Futsch. Kuchen? Futsch. Verkaufsfördernde Markenartikel? Coffee to go. Videospiele? Alles futsch. Und als wäre das nicht genug, sind auch Welpen. Nicht die Welpen. Es wird Zeit, stärkere Geschütze aufzufahren. Ja, ist natürlich nur ein Ausschnitt, nicht der ganze Trailer. Ich will hier jetzt auch nicht unbedingt Videos kopieren und zeigen. Aber wer sich den Trailer nochmal komplett anschauen möchte, den habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, es geht natürlich um das Charity-Projekt Loot für die Welt. In diesem Jahr bereits Level 4. Das heißt, zum vierten Mal in Folge haben sich YouTuber zusammengetan, unter anderem Liv Floyd mit seiner Dr. Freud Crew, die Space Fox waren dabei, Mr. Trashpack und. Also es waren so viele Leute, die damit gewirkt haben. Ich könnte die gar nicht alle aufzählen, selbst wenn ich alle davon wüsste. Aber es gibt noch einige Aufzeichnungen oder einige Videos hier von den Streams und Ausschnitten. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und da wird auch, glaube ich, teilweise erwähnt, wer dabei war. Und es soll wohl auch jetzt demnächst, ich glaube bei Dr. Freud, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, soll wohl der gesamte 48-Stunden-Stream noch einmal in einzelnen Teilen verlinkt sein, damit man sich das Ganze, wenn man Lust hat, noch einmal reinziehen kann. Ja, 48 Stunden lang haben also hier YouTuber für eine gute Sache gesammelt und haben mit Spielen, Gemeinschaftsspielen, aber natürlich auch mit Computerspielen und mit viel Musik dazwischen, haben sie mehrere tausend Zuschauer über 48 Stunden hin unterhalten und zu Spenden aufgerufen. Und wann immer es dann mal und eine nennenswerte Zwischensumme gab, wurde das natürlich auch musikalisch gefeiert, wie ihr zum Beispiel hier sehen könnt. 17K, 17K, ja, das war anlässlich der 17.000 Euro Marke, die geknackt worden war. Leider das passende 18K Video, das glaube ich, am besten angekommen ist, konnte ich leider nicht mehr finden. Ich selber habe den Stream teilweise auch besucht, nicht 48 Stunden durchgeguckt, aber ich habe immer mal wieder reingeschaltet. Und ja, was am Ende dabei rausgekommen ist, das soll euch doch bitte Liv Floyd selber sagen. Schaut mal bitte hier. Okay, also wir bringen mal kurz auf den Punkt, was wir hier erreicht haben für die Tafeln, für das Tierheim Berlin und für die SOS Kinderdörfer, haben wir im Spenden-Livestream dank euch und großartiger Spender wie Frodo 100 rund, wir runden es einfach auf, wir machen es so wie es ist, und 120.000 Euro eingesammelt. Kann man schon mal Gänsehaut kriegen. Dazu muss man allerdings sagen, haben wir ja nicht nur eine, pass auf, jetzt kommt ein guter Gag, schweinegeile Xbox verlost. Nein,
danke, danke, Mori. Ich weiß, Liebe. Dazu sponsert uns für die drei Vereine Microsoft mit der Xbox One S auch nochmal 40.000 Euro on top. Und dann haben wir durch eure kaufkräftige Unterstützung bei Evolve, was Hoodies, Shirts, Girl-Shirts angeht, durch unsere zwei Motive, wo wir zum Beispiel auch Oscar Panier unbedingt nochmal danken müssen. Oh ja, okay. Ja. Oh ja. Und der guten, Honeyball. Ja, wollte ich gerade sagen, das hätten wir fast vergessen. Ja. Und da kommen durch Evolve, die auch 100% dieser Einnahmen abgehen, ebenfalls nochmal 75.000 Euro oben drauf. Das macht einen Gesamtspendenstand aktuell von 235.000 Euro. Ja. Und ich habe eine ganz schöne Gänsehaut. Ja, ihr habt es gehört. 235.000 Euro hat man gesammelt für die Berliner Tafel, für das Berliner Tierheim und SOS Kinderdörfer. Und ich finde, das ist für eine privat organisierte Spendensammlung nur über YouTube, also über diesen Stream, finde ich eine absolut geniale Leistung und finde ich super, super toll. Und ich freue mich auch darauf, dass es das bestimmt im nächsten Jahr auch wieder gibt. Und das zeigt also, dass YouTuber nicht nur irgendwelche Prank-Videos veranstalten können oder durch Schlagzeilen auftauchen können. Da will ich jetzt gar nicht drüber reden, ich will das gar nicht runterziehen. Ja, sondern, dass YouTuber auch was Gutes leisten können. Und daher, auch ich möchte mich einfach mal bedanken, und zwar bei allen YouTubern, die da überhaupt mitgewirkt haben, weil das ist auch nicht so einfach, 48 Stunden da sein Bestes zu geben, um die Leute zu unterhalten. Aber natürlich auch bei den unzähligen Spendern, die geholfen haben, eine so riesen Summe zusammenzubekommen. Ich finde das ein wahnsinniges Projekt. Am Ende wurde das Ganze ein bisschen überschattet von so einer kleinen, ja, ich möchte mal sagen, so einem kleinen Kindergartenstreik, weil ein YouTuber jetzt meinte, oh, er wäre nicht eingeladen gewesen und ach Gott, das wäre ja alles so ein Weltuntergang. Und hat da so ein bisschen seine eigene Community angestachelt. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Wer sich mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß das, worum es geht. Ich finde es albern. Und ich finde es schade, dass ein so geiles Projekt wie dieses Spendenprojekt, dass das dann am Ende so ein bisschen runtergezogen wird durch solche Lappalien. Leute, freut euch doch einfach darauf oder darüber, was dort geleistet worden ist. Ja, meine Freunde. Das war's schon wieder für diese Folge. YouTube mal anders. Ich habe extra so lange gewartet, weil ich natürlich wusste, dass auch in diesem Herbst wieder Loot für die Welt kommt. Und in diesem Jahr war es halt Level 4. Und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der sich im nächsten Jahr auf Level 5 freut. Und insofern wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wer Lust hat, gerne Daumen hoch, Video teilen, immer gerne erwünscht. Oder schaut euch einfach bei mir um. Mittlerweile über 300 Videos mit Kanalvorstellung oder über meinen Modellbau. Oder jetzt aktuell rattere ich ja gerade die letzten 50 Jahre runter. In der kommenden Woche bin ich beim Jahr 1983. Auch da lohnt sich immer mal ein kleiner Blick rein. Ich freue mich über jeden, der mal reinschaut, vielleicht einen Daumen hoch da lässt oder sogar ein Abo oder auch einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute. Bis demnächst, euer Sven. Tschüss.